Was hast du vorbereitet für deinen Tod, o Diener Allahs? Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, er sagte, فَإِذَا رَأَيْتُمْ شَيْئًا مِّنْ ذَلِكَ, wenn ihr etwas von der Sonnenfinsternis seht, فَفْزَعُوا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَإِسْتِغْفَارِ, so rennt zum Gedenken Allahs, wenn ihr etwas von der Sonnenfinsternis seht. Was meinte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ja, achi, das ist ein Zeichen von den Zeichen Allahs. Das nächste Ereignis könnte eine Strafe von Allah sein. Warum fordert der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam die Leute? Rennt zum Gedenken an Allah. Rennt in die Moscheen und bittet Allah um Vergebung. In anderen Überlieferungen, spendet. Macht Dua, macht Dhikr. Tut das Gute. Denn wir wissen nicht, was danach kommt. Wir wissen nicht, was danach kommt, o Diener Allahs. Und darüber solltest du nachdenken. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum.